Die DTM in Zandvoort, 4307 Kilometer, ein Kurs direkt am Meer, mitten in den Dünen Nordhollands. Niedriges Gripniveau, der Wind bringt immer neuen Sand auf die Piste, viele Kuppen und starke Bodenwellen auf der Naturstrecke. Am Ende der Start- und Zielgeraden gleich die legendäre Tarzan-Kurve. Vor allem nach dem Start kann es hier eng werden, im Rennen die beste Überholmöglichkeit. Nun eine kurze Gerade und rechts über eine leichte Kuppe. Zandvoort, eine Achterbahn für die DTM-Boliden. Volle Konzentration, Zweikämpfe möglich. Hugenbolt-Spitzkehre, Motorsport hautnah für die Fans. Dann der schnellste Teil der Strecke. Mit maximalem Speed hinunter in eine leichte Rechts-Links-Rechts-Kurvenkombination. Hohes Tempo, pushen bis ans Limit. Dann Anfahrt auf die Schäflack, eine wahre Mutkurve. Das Ende der Kurve nicht zu sehen, die Ideallinie ein Muss. Zwei Rechtskurven, sauber anfahren, nicht untersteuern, am Limit bleiben. Nach der folgenden Linkskehre muss früh wieder Tempo aufgenommen werden. Herausbeschleunigen für die lange Gerade. Topspeed forcieren. Überholmanöver sind kurz vor der nahenden Rechts-Links-Schikane möglich. Noch eine mittelschnelle Rechtskurve und über die zweite Mutkurve der Strecke mit viel Tempo auf die Start-Zielgerade. 10 Linkskurven, 6 Rechtskurven. Ein Streckenlayout, das fahrerische Extraklasse verlangt. Es gilt, die Ideallinie zu treffen und vor allem sie im ganzen Rennen zu halten.